Hallo meine lieben Leute, euer Bluixtomania am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von 2 Years of Mario Maker und wahrscheinlich sogar der letzte, ich weiß es nicht, ich werde das gleich nochmal ein bisschen erklären, aber auf jeden Fall spielen wir jetzt das Level von Kiwabik und er hat das Level gebaut, The Hedgehog's Dilemma und ja, dieser Kiwabik, der war auch dieser Initiator dieses Projekts, dieses 2 Year Mario Maker Projekt und genau, der hat ein gutes Level gebaut und der Rekord war bei 4 Minuten 27 und oh mein Gott, das könnte nochmal ein ordentlich langes Level werden. Und ich bin gespannt, wie das jetzt hier enden wird. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt der letzte Part sein wird, weil angeblich hätte es noch ein paar Parts geben müssen, beziehungsweise noch ein paar Level, nämlich 5 Stück. Aber ich habe jetzt so lange gewartet, jetzt ist schon, weiß ich nicht, jetzt ist schon der 20. Dezember oder so. Und ich weiß nicht, es kommt einfach nichts. Es kommt einfach gar nichts mehr. Und ich denke, dass die Leute, die jetzt noch ein Level gehabt haben, dass die eigentlich, die haben eigentlich genug Zeit gehabt, da noch was zu bauen, ne? Und ich finde, dass die genug Zeit hatten, ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich werde nicht die letzten 5 noch spielen, falls es sie gibt. Wahrscheinlich werde ich es doch tun, aber mal schauen, ich weiß es nicht. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Das ist lustig. Muss ich den nach oben hauen? Das kann sein, ja. Okay, coole Idee. Weil ich meine, das Projekt läuft ja jetzt seit dem 11. September, ne? Seit dem 11. September, das muss man sich vorstellen. Und ja, das wurde ja davor schon angekündigt und die haben sich da sicherlich alle beworben schon, weiß ich nicht. Ich denke mal, das läuft sicherlich schon seit Juni, Juli, beziehungsweise ist sicherlich schon so lange bekannt. Und ich weiß nicht, ich denke, in einem halben Jahr kann man schon so ein Level bauen. Also, denke ich zumindest. Und ja, ich weiß nicht. Was meint ihr dazu? Soll ich die 5 Level noch spielen? Oder würdet ihr sagen, nee, die haben ihre Chance verkackt? Ne? Also noch sind die Level ja nicht da, ne? Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich da noch warten soll. Aber mal schauen. Aber andererseits, dieses Level hier, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Level. Und ich denke mal, das ist ein guter Abschluss. Und ich werde wahrscheinlich werde ich sie trotzdem spielen. Aber mal gucken. So, und jetzt? Oh Gott, ich hätte auf ihn springen müssen. Verdammt, das ist gemein. Okay, jetzt muss ich wieder ein ganzes Stück hierher spielen. Aber okay, das mache ich gerne. Das Level ist nämlich gut. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich kratze jetzt nicht ab. Und hier drauf. Okay. Und okay, das passt. Und ich hoffe, jetzt kommt hier kein P-Switch. Okay. So, und hier hoch. Das müsste gehen, aber es geht natürlich nochmal in die Richtung. Natürlich, aber hier kann ich stehen bleiben. Und ich denke, der Spinny kommt hoch. Ja, ach komm. Und der zerstört das. Ach Gott. Okay. Aber ich hoffe, dann kommt der Checkpoint. Ich hoffe schon. Weil, naja, wenn die Level übertreiben, das mag ich dann eigentlich auch nicht. Von der Länge her. Vor allem von dem ganzen Backtracking-Zeugs. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. So, und ich glaube, ich warte jetzt hier einfach mal ab. Ich denke... Oh Gott, jetzt fange ich an zu husten. Ich denke mal, hier ist es am besten. So, und dann hier drauf. Okay, gut. Dann war es doch nicht so einfach. Und hier geht's weiter. Okay, und das passt. Und ich denke mal, dass ich hier runter muss, oder? Muss ich wieder hochspringen. Aber ich denke mal, dass ich hier runter muss, please. Okay. Und ich warte immer noch auf den Checkpoint. Der muss doch jetzt kommen, please. Bitte. Ich bettle. Ich fange an zu betteln, ja. Und jetzt muss ich den Igel nach oben bringen, denke ich. Ja, und hier noch einmal. So, und ja, auch wieder eine sehr coole Idee. Und das war übrigens der Typ, der... Dieses Bowser vs. Mecha-Bowsilla gebaut hat, ne, dieses Roboter-Level. Und er war der Originalersteller, genau. Es gibt auch einen Deutschen, der das gefaked hat, aber dieser Kiwabik, der hat das Original gebaut. Genau, das ist hier nennenswert zu erwähnen. Und der hat auch dieses, Nikki's Puzzle Adventure, glaube ich, gebaut. Das war auch relativ lange auf Platz 1 der Sternenliste, ne? Genau. Okay. So. Und, oh Gott. Oh, ach Gott, ich muss mich beeilen. Ach du heilige Scheiße. Sag mir das doch. Okay, und jetzt hier rein, oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich denke schon. Okay, sehr gut. Und jetzt hat endlich kommt der Checkpoint. Okay. So, und ich glaube, ich lege mich mal hin. Ja, ich lege mich mal hin. Und, hallo Hammer Bros. Bitte macht keinen Scheiß jetzt mit mir.
Okay, okay. Und der Igel hilft mir. Sehr gut. Der Igel ist mein bester Freund. Yay. So, ja, ich hoffe, Yoshi kommt noch, aber irgendwie zweifle ich dran. Irgendwie zweifle ich dran. So, und jetzt, genau, weiter. Und ich denke mal, jetzt kommt... Ah ja, okay, der kommt wieder. Und ich denke mal, ich muss da weiterspringen. Alles klar, alles klar. Oder auch nicht. Muss ich erwarten. Oh, nee. Okay. Coopers. Alles klar. So, und das war hoch genug. Okay. Und, oh Gott, wieder runter. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich spinnen muss. Oh Gott, aber ich denke nicht. Ich denke, ich muss nicht spinnen. Okay, dann spinnen wir nicht. Okay. Und, oh nee, jetzt kommt der wieder hoch. Jetzt kommt der wieder hoch, der Igel. Ach du heilige Scheiße, so. Okay, okay, das wird lustig. Das wird lustig und natürlich. Natürlich, aber zum Glück war da der Checkpoint. Oh mein Gott. Wenn der da jetzt immer noch nicht gekommen wäre, ich wäre ausgerastet. Okay, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und mal schauen, ob wir es jetzt schaffen. Ich hoffe doch. So, please, please. So, immer schön in der Mitte bleiben. Und irgendwie werde ich da verwirrt. Ach Gott, okay. So, jetzt hat... Jetzt mich nicht verwirren lassen, jetzt immer schön in der Mitte bleiben. So, ja, ja, ja. Und jetzt? Und jetzt? Da weiter, okay. Okay. Kommt mal der nächste Checkpoint. Ja, der kommt nicht, der kommt nicht. Und hier weiter, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und warum hier rein? Okay. Und hier weiter. Alles klar, ach komm. Ach komm. Wisst ihr, was mich nervt an diesem Level? Dass man hier beim Checkpoint etwa 12 Sekunden warten muss, bis man wieder irgendwas machen kann. Das finde ich eigentlich nicht so geil, nach Checkpoints oder ganz am Anfang schon, ne? Das kann man später einbauen oder kurz vor einem Checkpoint, aber... Na, direkt nach einem Checkpoint würde ich das nicht machen. Das nimmt so das Tempo aus einem Level raus. Genau, aber wir sehen uns gleich wieder. Oh nee, ey. Und jetzt wieder diese 12 Sekunden warten. Oh Mann. Okay. Und nochmal, okay, okay. So, und der nimmt den Metz und, ach komm, ach Mann, das ist zwar eine coole Idee, aber aufgrund dessen, dass man hier wieder warten muss, macht das keinen Spaß gerade. Das bin ich auch ganz ehrlich, das ist halt wirklich jedes Mal aufs Neue, ich bin auch vorher ein paar Mal gestorben und das nervt dann. Und ja, wenn dann noch so ein Hammer eintrifft, okay, aber wir sehen uns gleich wieder. Wieder 40 Sekunden. Ich überlege mir gerade, das Level abzubrechen. Ganz ehrlich. Oder halt im Baumeistermodus das zu Ende muss machen, weil... Irgendwo... ist mir das irgendwie zu blöd. Oh nee, ich mache das schon noch weiter, aber trotzdem. Ich habe eigentlich keine Lust, 50 Sekunden wieder hinzuspielen, dann 5 Sekunden zu kommentieren und dann wieder 5 Sekunden zu kommentieren und wieder 50 Sekunden hinspielen und so weiter und so fort, ne, wenn ihr versteht. Okay, aber das Level ist ja grundsätzlich geil, ne? Aber es hat leider seine Schwächen auch. Ja, aber ist ja okay, ist ja okay. So, und jetzt please nicht nochmal sterben. Das wäre doch super. Das wäre echt super, Mario. Aber das hier ist tatsächlich sehr schwierig hier. Und vor allem, das da wieder reinzukommen. So, und... Ja, okay, das war jetzt gut. Und jetzt nimmt er den so mit. Und jetzt muss ich durch, hoffentlich. Please. Und was kommt jetzt noch, okay? Und bin ich jetzt durch? Nee, immer noch nicht wahrscheinlich, okay. Immer noch nicht, nee, was kommt jetzt? Och nö. Ich denke mal, die Montys gehen runter. Oder nee, die gehen nicht runter. Okay. Kommt der Spinny noch? Ja. Okay. Ah, die wurden gequetscht, alles klar. Und ich sollte mal draufspringen. Jawohl. Okay. Aber es gibt keinen Checkpoint hier. Es gibt keinen Checkpoint hier. Und ja, toll, was die Münze sagt. Soll die mir was sagen? Meine Güte! Ey. Mann. Kiavik, warum machst du sowas? Warum machst du sowas? Ne, kein Wunder, warum das Level eine Abschlussquote von 1% oder so hat. Ja gut, wir sehen uns gleich wieder. So, hier sieht man es ja, dass das zerstört wird. Okay. So, und jetzt? Ja gut. Gut, woher soll man denn wissen, dass man hier halt auch kurz draufspringen muss? Wegen der Münze. Na super. Na super, na super. Okay. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Und hier ist nochmal so eine Münze. Okay. Das hat er ja einmal so kurz zeigen können. Ne? Und springen. Ja, was ist denn jetzt wieder für ein Problem?
Ey, was hat der jetzt wieder für ein Problem? Und wieder warten. Mensch, Mensch, Mensch. Soll ich in Baumeistermodus gehen? Ich weiß es nicht. Ich bin kurz davor, sagen wir es so. Ah. So, was war falsch hier? Okay, die Twomps müssen runter. Ja, vielleicht muss ich lang genug da auch noch bleiben bei der Flugkurve. Oder vielleicht muss ich den zweiten Cooper auch noch zerstören. Ja. Ja, okay. Meine Güte, okay. So, ich hoffe, jetzt kommt kein Scheiß mehr. Ich hoffe, jetzt kommt der zweite Checkpoint. Das wäre ganz nett. Das wäre ganz nett. So, bestimmt kommt jetzt noch irgendeine asoziale Stelle. Ja, okay, ich werde wieder verfolgt. Aber das ist ein gutes Zeichen, weil davor kam da auch dann der zweite Checkpoint. Okay, und es geht aber noch weiter. Es geht immer noch weiter. Und wieder kein Checkpoint. So, okay, aber immer noch fliegen. Noch fliegen. Und jetzt ein bisschen schneller fliegen, okay. So, Mario. Okay. Nee, ich mach das im Baumeistermodus zu Ende. Gestern kriegt's, aber ich mach's im Baumeistermodus zu Ende. Ja. Also manche Leute übertreiben es mit ihren Leveln, ne? Und dieses Level gehört dazu. Ich glaube, das war. Naja, zwei, drei Leute gab's, die wirklich übertrieben haben. Und das ist mir jetzt zu viel Backtracking, ne? Das ist mir zu viel. Und ich glaube, ne, wenn ich Spaß haben will, dann geht es nur noch im Baumeistermodus. Jawohl. Und ich denke mal, das ist dann eine gute Lösung so. Jawohl. Und wir sehen uns an der Stelle nochmal. So, das Dumme ist, ich kann das nicht wirklich simulieren, weil der Spinny nicht da ist. Ja gut, hier hat man noch geflogen. Und hier wäre der Tod. Okay. Und hier wäre man dann irgendwie reingekommen. Genau, hier wäre man reingekommen. So, und jetzt geht's weiter. Und hier wäre wahrscheinlich der Checkpoint gekommen. Ja, natürlich. Natürlich, aber ist mir jetzt egal. So. Ne, irgendwann ist dann auch genug. Ne, wenn ich, weiß ich nicht, von 25 Minuten Aufnahme 20 Minuten Backtracking hab. Nee, das ist mir dann irgendwann too much. So. Und, okay. So, ich denke mal, der Abschnitt. Oh ja, der ist noch schwieriger. Okay, auf Zeit, aber da ist alles richtig, da ist alles okay. So, und ich denke, ich muss nach oben. Okay. So. Und das passt, denke ich. So, jetzt kommt der wieder hoch, okay. Das können wir jetzt schon, jawohl. So. Und wahrscheinlich schaffe ich den Abschnitt jetzt im First Try. Das wäre typisch, ne? Das wäre typisch. Aber egal, das passt dann schon. Das passt dann schon. So, und Mario. Oh Gott, aber jetzt kommt sicherlich noch irgendein Schmarrn. Okay, ein Schlüssel. Und, okay. Ja, der Schlüssel wäre wahrscheinlich hier drin gewesen, ne? Nein, okay. So, kann ich das simulieren? Nee, kann ich nicht. Ach Gott. Warum nicht? Ja, der hat den Schlüssel, okay. Wenn die kollidiert wären, hätte ich dann den Schlüssel bekommen. Dann wäre ich durch die pinke Tür gekommen und dann wäre ich hier im Ziel gewesen. Okay, gibt's noch irgendein Secret? Irgendein geiles Ultra-Secret? Nee, gibt's leider auch nicht. Es gab auch keine Red Coins, ne? Okay. So. Und hier, ja, aber das ist nur das Thumbnail. Okay. Also grundsätzlich war es ein cooles Level, auch zum Abschluss. Oder ich weiß nicht, ob es das letzte war. Wahrscheinlich nicht. Aber es war mir zu viel Backtracking und zu viel Wartezeiten einfach nach einem Tod. Und ja. Aber okay, nicht jedes Level muss perfekt sein. Aber allgemein waren die Level ja in dem Projekt sehr gut. Ne, bis auf vielleicht zwei, drei, vielleicht auch vier, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber der Rest war eigentlich wirklich klasse und wirklich top. Auch dieses hier hat mir gefallen, auch wenn es jetzt nicht so rüberkommt. Aber, ja. Ich habe jetzt die Geduld verloren, da nochmal tausendmal Backtracking zu machen. Jawohl. Und ich würde sagen, ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommis schreiben. Und ja, mal schauen, ob ich die letzten 5 Level mache, wenn sie noch kommen. Eventuell sind schon 4 fertig und es wird jetzt noch auf den letzten gewartet. Das kann ja sein, dass die erst dann gebündelt tatsächlich veröffentlicht werden, wenn wirklich alle fertig sind. Weiß man ja nicht. Das weiß man ja leider nicht. Aber gut. Ja, ich hoffe, die kommen noch dieses Jahr irgendwann. Das sollte ja bald sein. Wenn nicht, wäre ich traurig. Aber mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich die spielen werde. Aber mal gucken. So. Und jo, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Danke auch gerne für Kommentare und danke für Daumen hoch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Blüxu und ciao.